Hi, ihr verrückten Kaninchenfreaks da draußen. Nun habe ich zwar gesagt, dass ich erst nächste Woche wahrscheinlich das nächste Video hochlade. Jetzt ist ja gerade mal ein Tag vergangen und ich habe schon wieder ein Video gedreht. Das musste jetzt sein, denn ich habe noch wichtige Infos ergänzend zum letzten Video. Da habe ich ja diese Yacon-Pflanze ausgebuddelt und euch mitgeteilt, dass ich probiere, ob die Kaninchen diese Pflanze auch fressen, also vorwiegend die Blätter, weil ich wusste ja, dass die Knollen auf jeden Fall gefressen werden, aber die Blätter halt, da wusste ich nicht Bescheid. Und ich habe auch gesagt, ich möchte diese Pflanze vermehren, damit ich im nächsten Jahr mehr von diesen Knollen habe. Fangen wir mit dem Vermehren an. Da könnt ihr jetzt hier sehen, dass ich ein paar Töpfe mit ein paar Stängeln vorbereitet habe. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Aber ihr werdet es mir bestimmt wieder sagen, weil da war eine von euch dabei, die hat gesagt, man muss Stecklinge machen. Tja, ich als Möchtegern-Selbstversorger weiß doch gar nicht so richtig, was Stecklinge sind. Allerdings habe ich es irgendwo schon mal, glaube ich, gelesen oder irgendwo im Video gesehen, dass das irgendwie wahrscheinlich nur Stängel sind, die man irgendwie von den Pflanzen halt irgendwo bei den Augen, wo die Triebe halt rauskommen, abschneidet und dann in die Erde steckt. Falls ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das ja so, wie ich das hier gemacht habe, richtig. Und falls nicht, naja, der Versuch war es wert. Also ganz genau habe ich das jetzt so gemacht, dass hier einfach ein Stückchen Stängel, wo diese Augen sind, hier sieht man das noch, in die Erde gesteckt sind. Bei denen hier hinten, da habe ich das unterste Ende genommen, da wo auch schon ein paar Wurzeln dran waren und habe das dann halt oben abgeschnitten und in die Erde gesteckt. Im Hintergrund seht ihr noch die Physalis-Pflanzen, die ich jetzt kurz vorm Frost gerettet habe. Die habe ich ja jetzt hier schon vor längerer Zeit reingeholt. Das sind ja die großen, die jetzt dieses Jahr bei mir draußen waren. Und hier sind sogar noch Früchte dran, könnt ihr sehen. Und hier oben kommen sogar noch neue Blüten. Ich denke, die werden jetzt nicht mehr bestäubt. Aber die Früchte könnten durchaus noch nachreifen. In dieser Halle, wo wir uns jetzt befinden, das ist meine zukünftige Airbrush-Werkstatt, die ich jetzt immer noch so provisorisch halt eher zugemüllt oder zugestellt habe, als irgendwie eingerichtet. Da sind im Winter maximal 10 Grad, eher weniger. Ich kann das zwar beheizen, aber das ist halt enorm aufwendig, die Heizung hier hochzufahren und kostspielig, ja, weil ich hier den Ofen halt im Wohnhaus stark befeuern muss, damit die Wärme hier vorne ankommt. Das zweite war ja das Füttern. Da habe ich gestern ein Kaninchen so halbwegs missbraucht. Also missbraucht deswegen, weil ich habe das einfach an ein Kaninchen ausprobiert. Das Kaninchen ist jetzt nicht so wichtig für mich. Das ist eins der Schwarzen, die draußen im Gehege sind. Das sollte ja eh eigentlich geschlachtet werden von dem Vorbesitzer. Und ich habe das halt von dem aus seiner Buchtenstall gerettet. Es wird wahrscheinlich bei mir auch zwar in der Pfanne landen, aber es darf auf jeden Fall erstmal ein Jahr lang bei mir leben. Tja, dieses Kaninchen durfte gestern ein Blatt Yacon fressen am Stück. Ich habe das reingehalten und es hat sich sofort draufgestürzt. Das hat das Blatt ruckzuck runtergeputzt. Die anderen Kaninchen wollten auch was abhaben, aber ich habe die nicht gelassen. So, jetzt habe ich heute früh geguckt, ob es noch lebt. Es lebte noch. Natürlich habe ich das Kaninchen jetzt nicht gezwungen, das Blatt zu fressen. Das hätte ich auch nicht getan, wenn ich gemerkt hätte, es hätte Abstand gehalten. Was ja Kaninchen in der Regel tun, wenn irgendetwas giftig ist. Das wissen die Kaninchen, die fressen das jetzt nicht wie wild in sich rein, sondern die probieren das, spucken das teilweise sogar wieder aus und lassen es einfach liegen. Vorausgesetzt, die haben jetzt genug Auswahl an anderen Futter. Aber bei der Yacon konnte ich feststellen, dass das halt wirklich gern gefressen wird. Ich habe die Blätter selber probiert, fand sie eher bitter, also nicht so gut wie zum Beispiel Kohlblätter. Und ja, deswegen war ich da so skeptisch. Aber da das Kaninchen noch bei bester Gesundheit heute früh war, habe ich dann einfach den anderen auch ein paar Blätter gegeben. So, und ihr könnt jetzt im Anschluss noch sehen, wie sich die Kaninchen da drauf gestürzt haben. Ich habe jetzt nur gefilmt, wie die im Außengehege, in dem alten Außengehege gefüttert werden. Auch die Rammler und die im Stall. Das war's auch schon. Ich verabschiede mich und sage jetzt wirklich bis zum nächsten Mal. Denke, es dauert eine Woche, bis das nächste Video kommt. Und ja, einfach tschüss, bis zum nächsten Mal. Jörg.